Man kann ja sogar dickere Motoren reinbauen in die Autos. Scruffy, man kann die Autos sogar tunen in der Werkstatt, habe ich. Oh mein Gott, wir haben das gleiche an. Das geht ja gar nicht. Moment, ich war kurz in die Werkstatt, zieh mich um. Ich muss jetzt erstmal einen LKW finden. Ach, da vorne steht doch einer, dann wechsle ich doch mal. Da steht einer, aber der hat keinen Sprit. Kaffee? Was? Warte mal gerade. Ist das dein Ernst? Funktioniert leider nicht. Ich hab's gerade probiert. Das ist der neu freigeschaltete Anhänger oder was? Die sind alle, bei mir stehen hier vier Anhänger. Ja. Komm mit. Wir gehen mal den anderen Pickup freischalten und so einen Ausschauturm da. Wo bist du denn? Ich sehe dich gerade nicht mehr. Bin rausgefahren. Einfach auf die Straße vorne. Okay. Und du bist vor der Werkstatt lang. Weißt du, wo ich eben stecken geblieben bin? Nein. Da vorne. Da vorne? Warum fährst du da vorne lang? Weil ich von dem Bauernhof kam. Und da zwischendurch gefahren bin. Und da vorne kurz vor... Komm mal mit. Ich bin hier lang gefahren. Ja, das bin ich bei der zweiten Runde auch. Es ging deutlich besser. Das war auch was ausgeschilderte. Ich habe auch erst gedacht, okay, da links sieht das aus und dann da hinten, wo man nichts sehen kann durch. Und dann habe ich das Schild gesehen, wo Garage drauf stand. Dann dachte ich, okay, folgst du dem doch einfach. Es wird schon einen Grund haben, warum das Schild da steht, ne? Manchmal ist er zu sehr mit Lenken beschäftigt. Dann macht er die Animation nicht. Aber wenn er die macht, sieht das super aus, wie er so belangt. Welchen Truck? Den meinst du den da hinten in dem Wasserfeld? Da stand einer, der so aussah wie unsere hier. Mal gucken, was man noch so findet. Da ist auch noch so ein Aussichtspunkt vorher, zu dem ich hin wollte. Eine Aufgabe. Und sie mal angucken. Wo wir schon hier sind. Ich bin schon dreimal hier vorbeigefahren bin. Ich habe jetzt erstmal Allrad reingemacht. Hinter den Fichten. Nicht weit von hier gibt es einen Ort in den Bergen, der fantastische Ausblicke bietet. Ich entspanne dort gern von Zeit zu Zeit. Warum siehst du ihn dir nicht mal an? Aber zerstöre auf dem Weg dorthin nicht zu viel. Ne? Und so, wo muss ich jetzt hin? Fangen wir erstmal damit an, dass wir den Grill hier umfahren. Okay, ich habe ihn mitgeschoben. Oh, hier ist... ich finde die nicht hinter den Fichten, die Aufgabe. Warte mal. Ach doch, da. Aber das ist ja gar nicht so weit, Scruffy, das geht.
Ja, ich wollte jetzt erstmal hier hinten lang fahren zu dem anderen Aussichtspunkt. Und dann vorne nach dem Dings gucken, dann kann man ja hinter die Fichten fahren. Also hier ist auf jeden Fall schon mal leicht. Du bist jetzt gerade aufs Durchgefahren, ne? Ja, über den Grill da. Wie du jetzt auch nochmal fährst. Da vorne steht schon mal ein LKW. Ich fahr mal rüber. Sieht ja eigentlich sehr flach aus. Sagte er. Aber der sieht so aus, als würde der absaufen, der LKW. Machst du das, Graffi? Feststecken. Sieht man das nicht? Ah, die Tante da hält. Sehr schön. Und ich, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Du fliegst da einfach so durch? Wie machst du das? Ja. Jetzt hab ich auch ein Problem. Warst du im anderen Gang oder was hast du gemacht, dass du so durchgeflügt bist? Ich bin einfach nur nicht der Spur gefolgt, der du hinterher gefahren bist. Ich bin einfach auf dem normalen Grund gefahren, glaube ich. Kann ich mich an dem eigentlich anwinden hier, anwinschen? In der Tat kann ich. Ja, und was ist jetzt? Warte mal. Versunkener Sattelzug. Offroad Truck empfohlen. Haben wir einen Offroad Truck, Scruffy? Nein. Wir haben diesen Truck, der explizit als Straßentruck und nicht für Offroad geeignet ist. Ich komme hier aber auch schon nicht mehr raus. Kommst du hier noch raus oder müssen wir uns bergen lassen? Ich fürchte, ich komme hier auch nicht mehr raus. Ja dann. Ich kann mich jetzt erstmal bergen. Anbinden. Kannst übrigens Licht ausmachen, ist hell genug draußen. Ups, ich hab den kaputten Baum da gefällt jetzt ganz. Winde verbunden? Ich bin rausgekommen. Oh. Mhm. Meine eine Autoseite sieht ein bisschen Schrott aus. Das muss so. Ups. Regel Nummer 2, Yoshi. Schlecht. Ja, Regel 2 war. Ich hab das so eine geile Idee ist, dass ich jetzt weiter in diese Sumpf fahre.
Ich fahre gerade dahin, wo es hinter den Fichten hergeht. Den Berg da hoch? Ja. Manchmal bringt schon was, wenn man Allrad aktiviert, ne? Okay, wie komme ich jetzt schnellstmöglich aus diesem Sumpf? Die Homos werden stolz auf uns. Ja, das stimmt. Da haben wir doch gemacht, fünf Stück, sehe ich das richtig? Ja, ne? Ich darf gerade nicht auf die Karte gucken. Ich steck zwar schon fest, aber es wird trotzdem eine Regel 3 bis 8. Okay. Fahrlässige. Oskar, hier wolltest du nicht hochfahren, das ist echt scheiße. Wo ich jetzt gerade hochfahre. Vor allen Dingen nicht mit dem LKW. Ich hab's aus dem Sumpf geschafft. Jetzt fahre ich mal auf das versumpfte Feld direkt. Weil ich nichts lerne. Absolut nichts gelernt habe. Oh nein, ich weiß, warum er da steht. Unter Umständen habe ich jetzt noch einen dazugestellt. Versunkene Geländewagen, ja.
Das schaffst du, ey, Truck. So darf ich mich diesen Hügel eigentlich nicht hochwinschen. Ach so, ja, weil er ja wollte, dass seine Natur unberührt bleibt. Dass die Winde nicht benutzt, damit die Natur unberührt bleibt. Aber du darfst Sachen kaputt fahren, oder was? Die Straße eigentlich schlimmer, wenn das so wie jetzt regnet? Ich weiß es nicht, ich bin gerade irgendwie konzentriert, dass ich hier hochkomme. Ich komme hier aber nicht hoch mit dem Auto. Ich komme, um dich zu retten. Ich muss ja nicht gerettet werden, weil irgendwie... Ja, aber wenn ich komme, lege ich dich auf die Seite oder so. Schiebe ich dich Ach so, an, leg dich auf okay. die Seite und dann musst du gerettet werden. Ja, okay, okay. Das akzeptiere ich. Das ist aber hier ein ordentlicher Hill Climb. Ja, ne? Wir können zu Regel 2 noch eine Unterregel. Sag einfach nichts. 2a hinzufügen. Ich muss nicht gerettet werden. Moment, ich glaube, wenn ich das von hier mache, ist es sinnvoller. Na, warte. Binde lösen. Binde anbringen. Oh! Es hat doch funktioniert! 1a, ne? 1a, wie geplant. Ja, dann fahr da mal hoch. Das ist der Weg? Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich hätte jetzt nicht behauptet, dass hier ein Weg ist. Ja, siehst du eigentlich das Ungeflügte, dass das da schon alles ziemlich ungeflügt ist?
Also ist die Bodentextur für dich auch erkennbar? Ups, entwurzelt. Was ist jetzt los? Yoshi, mein Auto reagiert nicht mehr. Ja, das ist doof, ne? Mhm. Und weißt du auch warum? Nein. Naja, es wird viel besser funktionieren, wenn der Controller noch an wäre. Ich steck mal neue Batterien rein. Wow. Guck mal, er gibt wieder Gas. Er schiebt sich hoch, erzgleich. Was ist gleich, Scuffy? Ja, nur, was auch immer ich da... Wow! Da steht noch ein Grill. Und ein Stuhl. Ich hab sie auch überfahren. Was für eine Aussicht. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich berge mich jetzt erstmal zurück zur... Hast du dich schon wieder überschlagen? Nein, aber ich habe keine Lust hier runterzufahren so richtig jetzt. Und doch, da wo wir jetzt noch nicht herkamen, da wo du stehst, in der Richtung weiter. Okay, gucken wir mal. Wir sind diesen Berg hochgefahren, jetzt will ich auch auf jeden Fall runterfahren. Die Frage ist, wo führt diese Straße hin? Kann es herausfinden. Oh. Also, um nochmal auf die Regeln-Diskussion zurückzukommen. Ich glaube... Oh! Nicht zu schnell da runterfahren, Scuffy. Power! Ja, du bist doch schon unten. Ja. Aber mit erheblichem Schaden. Mal ganz kurz geliftet. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oh. Baum, der quer liegt. Piep, piep, piep. So. Ich hab ihn mal zur Seite gedreht. Das geht auch. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da am schlauesten rüber? Ich versuch's einfach nochmal frontal. Einfach rein. Nein. Das funktioniert nicht.
hier beim Wenden eventuell auch ein bisschen festgefahren. Ja, ich glaube, wir kommen hier nicht weg, oder? Yay! Fast gesagt, ich habe wieder festen Boden unter den Füßen, aber... Naja. Hm. Kurzer Blick auf die Karte. Rät uns. Hm, dass wir da eigentlich durch müssen, oder hat jeder den ganzen Weg zurück? Ja. Wie macht man das mit dem Zurücksetzen zur Werkstatt? Du gehst über das Menü und dann über Bergen, das Fahrzeugmenü. Achso. Ah ja, da, Bergen. Plopp. Oh. Überlege gerade, kann man eigentlich theoretisch für den Pickup kann man dann Benzintank drauf machen, dass wir den einen LKW hier wieder in Bewegung kriegen? Ich guck gerade. Gepäckträger, kleiner Gepäckträger, Reparaturwerkzeug. Ja, den haben wir aber nicht freigeschaltet. Rang 5. Dann kriegen wir einen kleinen Gepäckträger hierfür. Uhuhu. Was hast du gefunden? Bin wieder aus der Werkstatt raus. Wo bist du? Vor der Werkstatt. Ah, da. Guck mal, was ich habe. Uha. Aber es blinkt irgendwie nur in eine Richtung. Das ist ein bisschen doof. Es dreht sich bei mir. Nee, bei mir geht das nur in eine Richtung. Und extra hupen. Lichthupe. Ja, sollen wir mit den Dingern mal erkunden fahren? Ich hab übrigens, ja, das war mein Plan. Ich habe mir übrigens andere Reifen gegönnt, die gut im Schlamm sein sollen.
Welche Richtung wollen wir fahren? Warenhaus oder Gas? Also ich glaube, zum Wachturm, zu dem ersten kommen wir bei beiden Wegen, wäre ich mir fast sicher, ne? Erstmal links rum? Ja. Ja, das mit dem Schlamm. Ey! Schwupp! Das ist schön, dass ich mich einfach so einklinken kann. Das ist doch gut, dass man dafür nicht mehr anhalten muss. Das heißt, du kannst wirklich mit Volldampf an mir vorbeiheizen. Und währenddessen mache ich dann einfach die Winde dran und reiß dich um. Im Anhängershop gab es für den hier auch einen Anhänger, den du dir kaufen kannst. Einen kleinen Tankanhänger. Für 300.000 oder so, hätte ich gesehen. Ich hätte irgendwie gehofft, dass die Hupe irgendwie anders oder lauter klingt oder so mit diesen Zusatzhupen, die ich mir gewöhnt habe. Ein Anhänger mit Öltank wird vermisst. In einem Sumpf. Ich glaube, das ist jetzt noch kein Job für uns. Vielleicht sollten wir erstmal erkunden fahren. Kann ja den ganzen Scheiß erstmal annehmen, ne? Den schon gefunden haben. Ups, Schaden. Ich seh den Turm schon, Scruffy. Und die Frage, ob wir von hier aus dahin kommen. Ich biege hier mal rechts ab, weil das schwer danach aussieht. Kleine Tannen, die da auf dem Weg wachsen und fahren. Juhu, es gibt ja auch eine King of the Hill Mission. Zum nächsten Wachturm ist auch nicht so, Aussichtsturm ist auch nicht so weit, geht auch noch. Sieht aber aus, als müsste man die Brücke da erst bauen. Also wir jetzt nicht, wir können ja jetzt unten abbiegen. Nee, wieso musst du da eine Brücke für bauen? Da wo Gebirgsbrücke steht, wenn man über die Straße fahren wollen würde. So, ja, wir könnten aber theoretisch jetzt hier hinten lang fahren, ne? Ja. Und dann da hinten runter und dann da weiter hoch.
Scruffy, siehst du den Weg zu dem hohen Turm da? Mast, ja. Das machen wir später. Hier ist ja ein reißender quasi Gebirgsbach, der hier runterfließt. Mhm. Jetzt ist nur die Frage. Scruffy, ich glaube, ich brauche doch mal deine Hilfe hier bei dem Gebirgsbach. Okay. Ich drehe sofort um. Schau mal auf der Karte. Schau mal auf der Karte. Fahren wir den Berg hoch und stürzen uns dann von oben den Berg runter auf den Turm oder fahren wir den Turm nochmal von unten an? Wir stürzen uns runter, natürlich. Ich würde sagen, wenn wir alle Punkte haben, wäre es erstmal sinnvoll, dass wir die ganzen Brücken wieder reparieren. Hier sind ja mehrere, die kaputt sind, ne? Mhm. Also so ein LKW flott machen und dann, oder mehrere, ja, und dann LKW. Mal gucken, was hier die Quests so alle... die anderen sind, was man da so abliefern muss, alles was man mit dem LKW machen kann. Ah, ja, bin durch. Danke. Meine Reifen entweder doch ganz schön was gebracht oder ich habe eine viel bessere Linie gefunden und ich bin da problemlos durch. Ja, das kann sein. Also Scruffy, du hast es in Telegram gelesen, wir sind beide seelenlos. Wir haben unsere Seele verkauft. Weil wir im Epic Store sind. Jo, doch auch. Hat er den auch? Damals die Unreal Tournament Beta geholt, das heißt, er hat auch einen Account. Da hieß das noch nicht so. Oh, da vorne sieht man den Turm schon. Oh! Na, Allrad anmachen. 18, ne? Oh, man muss auf dem Weg bleiben. Station. Wow, geile Aussicht. Du hast die andere Seite vom Zaun erwischt. Naja, und hier unten ist der andere, also Geronimo! Hey, geh mal über beobachten, hast du voll den geilen über unsere Autos. Ja, hab ich, vor allem habe ich das gesehen, dazu dann noch rein bist. Ein Upgrade. Hast du das gesehen? Hm? Da war ein Upgrade-Standort. Ja, die kriegen wir ja schon die ganze Zeit. Da ist, und da ist auch noch ein LKW, der versunken ist.
Ja, wo geht der Weg lang? Von nach da. Zum letzten müssen wir jetzt. Bist du hin? Wo bist du hin? Halt Einfach da. dem Weg gefolgt. Da steht ein Bagger. Ich glaube, der ist leider nicht mit inbegriffen im Spiel. Gut, kann man nicht freischalten. Sauerei. Ah, das ist die falsche Richtung. Ich glaube hier lang, oder? Ja, ich glaube, ich habe mich aber auch gerade schon festgefahren. Ja, bist du unterwegs zu dem leicht versunkenen LKW da? Ja, ich bin auch versunken. Warte mal. Ich drehe. Moment. Whoops. Au. Da solltest du auch nicht mit Vollgas vorfahren. Ich glaube, deine Blinklichtanimation funktioniert übrigens bei mir nicht. Also die wird bei mir nicht mehr simuliert. Du hast quasi noch einen Scheinwerfer mehr, der einfach nur nach vorne scheint. Orange. Oh, das ist schade. Mal weiter. Nee, da, hier ja. Links und dann rechts hoch, würde ich sagen. Ja, genau. Da rechts hoch und da hinten wieder rechts. Komm, jetzt bin ich durch. Ich find's gut, dass man die Beschädigung auch im Fahrzeug sieht drin und mein Tachograph wird nicht mehr richtig angezeigt. Okay. Ich habe da nur Schlamm drüber gespritzt. Dabei ist das Fenster eigentlich hochgerollt. Frag mich, wie das hier reingekommen ist. Hier ist übrigens sehr matschig. Deswegen habe ich mir gedacht, fährst du mal außen rum jetzt gerade. Ich hatte gerade in die Innenansicht gewechselt, um mir das anzugucken.
Ja, jetzt müssen wir auf eine andere Flussseite, ne? Wetterdaten. Für die Wetterdatenmission müssen wir doch bestimmt da hoch, wo wir vorhin uns auf den anderen Wachturm gestürzt haben. Wette ich auch mal. Da gibt es noch einen Anhänger, okay. Wie kommen wir denn am schlausten darüber? Meinst du, wir können da unten lang fahren? Ich denke, am schlausten wäre es, in die Stadt zurückzufahren. Und von da aus dann erstmal zu gucken. Weil da ist noch eine Holzbrücke. Die man wahrscheinlich auch wieder aufmachen muss. Ja, dafür brauchen wir ja erstmal einen LKW, ne? Den wir fahren können. Einen. Ja, ich im Moment nicht. Aber lass uns erstmal die anderen beiden Punkte holen. Also fahren, sollen wir uns zurücksetzen oder fahren? Ich würde sagen, zur Werkstatt zurücksetzen. Ja. Oder wollen wir erstmal gucken, ob man hier jetzt unterhalb durch den Fluss, ob man da drüber kommt. Das sieht ja auch noch ein ganz klein bisschen schon auf der Karte total überspült aus. Wollen wir uns das zumindest mal angucken? Können wir machen. Okay, dann zurück. Regel Nummer 1 nicht vergessen. Fahr zu da! Bleiben Sie ruhig! Und noch meine zusätzlichen Hupen einsetzen, die Lichthupe. Ui! Ui, ist ja gut aus. Downhill. Ui! Ui! Hier ist ein bisschen schlammig, Scuffy. Das hat dich ganz gut gebremst. Wow! Das war jetzt auch nicht so gut für Motor. Sind wir überhaupt richtig jetzt? Ja, ne? Ja, ja. Glaube schon. Ja, toll, ich habe mir natürlich auch gleich das Schlammloch rausgesucht hier. Ja, bin raus. Oh, hier kommt das nächste. Oh, nee, ich will nicht in der Mitte, ich will einfach ein bisschen außen rumfahren. So, und wo geht's jetzt zu dieser... Ach, da vorne. Ah, schlammig aus. Das ist es auch. Hier nicht. Es ist hier schon sehr schlammig. Ich komme nicht mal bis ins Wasser. Okay, ich würde sagen, das lassen wir, oder nicht? Ich zieh mich gerade mit der Winde da rein. Also ins Wasser? Ja. Dann? Gefährlicher Wasserstand, gefährlicher Wasserstand. Das war's, jetzt bin ich bei dem Baumstumpf angekommen. Ich hab doch Schlammreifen. Wieso funktioniert das nicht? Das ist geil. Wenn man schnell genug die Hupentaste triggert, sieht das aus, als würde er so wütend aufs Lenkrad hauen. Aber man hört den Sound nicht, während man weiter triggert. Das ist halt dann am Ende einmal. Ja. Zurück, ne? Bergen. Ja. So. Abstellen. Trucklager. Warte mal.
freigeschaltet. Pritschenwagen. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir diesen Tankanhänger kaufe für den Wagen, für den Scout. Hm. Der den einen LKW da frolott kriegen. Ein vibroseismisches Modul. Was? Spezialausrüstung zur Abtastung des Bodens unterhalb des Fahrzeugs nach Straßenschäden, Löchern, Mineralien und anderen Ressourcen. Ist gratis. Seilkupplung hoch, auch gratis. Niedrig, auch gratis. Nee, wir fahren jetzt erst die ganzen anderen Sachen fertig machen, dann können wir auch danach noch machen. So, da bin ich. Schon unterwegs, die Straße Richtung Stadt. Ah! No! Bisschen abgetrieben. Entschuldigung. Mitkommen! Hast du es abgemacht? Ja. Oder ist es abgerissen? Oder ist es abgerissen? Ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht bewusst abgemacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, wenn ich so mit Vollgas vorbei heize, direkt so mitschleifen. Hat dir, glaube ich, auch einen ordentlichen Ruck gegeben, ne? Ja. Upgrade sammeln können wir auch machen. Das war jetzt auch nicht so gut. Von der Straße auch ein Schlamm mit Vollspeed, das fand er jetzt nicht so toll. Die Warnschilder wieder aufgestellt hier. Die Absperrung.
Scruffy, den Weg, den ich jetzt fahre, wäre für deinen LKW auch gerade nix. Was bist du denn? Ach, da. Du kannst, wenn du zurückfährst, jetzt oben am Hang weiterfahren, am Windpark, da und könntest du das Upgrade da holen. Fährst du dann in den letzten Aussichtspunkt holen oder was hast du vor? Ja, ich habe hier gerade beim Hotel eine Aufgabe angenommen, wo ich da quasi vorbei muss. Außerdem, wir wollten ja eh in die Richtung. Ne? Ist das der letzte da? Haben wir alle. Tatsächlich. Zumindest für diese Karte. Bei den anderen ist das ja wieder was anderes. Das ist ja auch nur die erste hier. Erstmal die erste in Michigan. In Amerika. Ja. Ist das, wenn man einen Kran mitnehmen sollte? Eine Mission, wo man einen Kran mitnehmen sollte. Also noch nichts für jetzt. Also noch nichts für uns jetzt quasi. Fuck. Falsch abgebogen. Road closed. Water over road. Dann... Filzsturz entdeckt. Das ist nur was gegen Filzstürze tut. So wie es aussieht, bestand die erste Welle von Katastrophenhelfern aus unfähigen Idioten. Wir haben es tatsächlich geschafft, den ganzen Anhänger zu verlieren. Kannst du ihn finden und zurückbringen? Zum Glück sind jetzt wir da, ne, Yoshi? Ja, wir sind qualitativ hochwertiges Fachpersonal. Wir sind mindestens doppelt so gut. Das heißt, wir schaffen zwei Anhänger gleichzeitig zu verlieren. Ich befürchte, ich komme da nicht hin. Scruffy, das erste große Ziel, was ich übrigens habe, ist den Hammer mir zu kaufen. Den muss man erkunden, glaube ich. Stand dabei, oder? Dass er nicht zu kaufen war. Yoshi, ich stecke fest. Ja, bei mir ist gerade schlecht. Ich bin kurz vor dem Upgrade. Dann komme ich zu dir. Wirklich nur so ein kurzes Stück. 44 Meter, sagt er. Erhöht steht zum Kauf zur Verfügung. Kannst ein Auto höher legen.
wenn ich es tiefer legen will in dem Spiel? Oder ist das nicht Sinn und Zweck des Spiels, sein Auto tiefer zu legen? Kann man vielleicht machen, weiß ich aber nicht, ob das hier drin ist. Vielleicht das hier jemand als Mod. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass das etwas unpraktisch ist. Punkt. Naja, du bist ja nicht so ganz weit weg von dem Punkt, ne? 44 Meter, sagt er mir. Beziehungsweise so nah muss ich ja nicht dran. Ich brauche ja nur bis an die Kante, also unter 40 Meter. Ist ja auch echt nur von der Straße so ein ganz kleines Stückchen runter. Da ist halt schlammig. Ein bisschen, leider habe ich die Befürchtung, dass du mich da nicht rauskriegst. Ja, aber ich kann ja freischalten, darum geht's ja. Also mir geht's eigentlich darum, dass du mich hier rauskriegst. So, was will Neo jetzt? Ach so, sinnet uns. Möchte gleich Formel 1 fahren. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube ja. Ja. Hier ist ein Feldsturz, was soll denn das heißen? Stahlträger und Ersatzteile hinbringen, okay. Das war eine Quest, die ich da angenommen habe. Da bist du. Warte mal, bevor ich jetzt gleich feststecke, fahre ich jetzt erst diesen Punkt erkunden und dann versuchen wir dich da rauszuziehen, ja? Okay. Vollgas! Ah, der kommt, der kommt. Jetzt nicht mehr. Fahr mal vorwärts, ob du jetzt ein bisschen Spielraum hast. Ah, das sieht gut aus. Jetzt kommt er. Jo.
Dankeschön. So, ich glaube, ich setze mich jetzt mal gerade erst zur Garage zurück, dass ich mir diesen komischen Tankanhänger kaufe, dass ich den LKW kriege, ne? Ich mach mich hier gerade fest. Ich hänge im nächsten Loch. Gott. Ist klar, wie? Ah, hier kann ich mich aber winden. Ja. Ich gehe, bin raus. Alles gut, will ich nicht sagen, aber... geht weiter. Portal nach Smithfield Talsperre, was heißt das denn? Wo ist denn die Smithfield Talsperre? Achso, also geht die Karte noch weiter quasi hier, diese, oder wie? Weißt du nicht, auch wie? Weil da oben, guck mal, da ist doch so ein Portal nach Smithfield Talsperre, oder sehe ich das falsch? Das ist dann wahrscheinlich zur nächsten Karte. Okay, was muss man hier hin? Ja, wie gesagt, ich setze mich jetzt mal gerade zur Werkstatt zurück und kaufe mir dann diesen Anhänger, ne? Hm. Oh, warte. Bin schon weg. Schade. Hättest du den Scout freischalten können? Wo du schon hier bist. So, ich habe jetzt so einen kleinen Tankanhänger hier hinten dran hängen. Wo ist die nächste Tankstelle von uns aus? Von der Werkstatt aus? Okay, ich fahre da zwischendurch. Oh. Das ist natürlich eine harte Strecke, aber gut, das kriege ich hin. Ich glaube, ich setze mich auch mal zurück. Och man, jetzt habe ich mich echt schon festgefahren, wirklich. Graffi. Ist mein Plot. Moment, du bist da vorne. Habe ich irgendwo Winch-Punkte hier? Ist der eigentlich voll, der Anhänger? Nein, der musste wahrscheinlich erst tanken. Oh, ich weiß nicht, wie weit ich da reinfahren sollte. Zieh dich erstmal hier nach hinten wieder raus. Ja, finde ich okay. Mit links rum versuchen, da wo das Gras noch wächst. Ja. So sollte gut sein, oder? Ja. Versuch's mal hier lang. Jetzt wächst hier kein Gras mehr. Ach, hier ist so eine felsbrockige Strecke, ey, ich hasse das wie die Pest.
Ey, das nervt. Mit diesem Anhänger, glaub es mir, wirklich. Das ist... Ich fahre gerade auch mit Anhänger. Ich glaub's dir. Ernsthaft? Ach, Scoffy, ich hab's jetzt geschafft, den nachzutanken, ne? Mhm. Der ist aber so kaputt, der Diesel läuft unten wieder raus. Das ist ja cool, die können Leck schlagen. Ja. Okay. Leider. Weißt du, was das Beste ist? Hast du den auf der Seite dahin geschleift? Oder was hast du gemacht? Weißt du, was das Beste ist? Ich habe jetzt mein Pickup, weil ich das falsche Auto... Oh, ich bin aufgestiegen. Weil ich das falsche Auto ausgewählt habe zum Nachtanken, habe ich jetzt mein Pickup leer gemacht. Das ist also aus dem Pickup in den Dings geladen, oder? Ja. Okay. Okay. So, wenn ich den LKW jetzt aber hier mit dem Anhänger, also mit dem kleinen Truck, mach jetzt erstmal den... Ich weiß gar nicht, kannst du auf meinen... Ich stelle den Benzinanhänger, der ist voll, den stelle ich jetzt erstmal hier ab, ne? Jo. Ich weiß nicht, ob du da drauf zugreifen kannst, musst du gleich mal gucken. Stehst du neben dem LKW da? Nee, der steht so ein bisschen auf dem Hof. Kannst du, stell dich damit. Warte mal, ich kann einfach in den LKW springen. Ja, das Problem bei dem LKW ist, den will ich gerade in die Werkstatt ziehen, ob ich das kann. Plopp, da bin ich. So. Du musst den doch... Du hast meine Winde abgemacht. Ja, du musst den LKW doch auftanken, oder?
Ja, aber ich kann nicht tanken, wenn der Tank leck ist. Das heißt, ich muss ihn erst reparieren. Mach mal die Handbremse los, wenn das geht. Deswegen versuche ich den eigentlich jetzt gerade einmal zur Werkstatt zu ziehen, dass der da repariert werden kann, ne? Ja, bin drin. Vollständig repariert, Kraftstoff nachgefüllt. Schön. Danke. Das ist jetzt deiner? Ich bin, hab mich da reingesetzt, weil ich dachte, du kannst mich tanken. Und, ja, sieht aus, als hättest du jetzt meinen da reingezogen und musst das wahrscheinlich mit deinem nochmal machen. Ey, hier steht keiner mehr. War das von Anfang an meiner? Wahrscheinlich ja. Das wird ja auch nur lokal gespeichert, also alles, was den Spielstand hast du. Ich habe keinen Spielstand, also ich also hab die nicht. Also kriegst du das Auto nicht, oder was? Nein, nicht. Kann mal gucken, ob ich, wo hast du den anderen LKW stehen, ob ich da drauf zugreifen kann. Ja, jetzt bin ich quasi in dem anderen LKW in Pink. Also es gibt jeden hier nicht wie in Spin Tires, dass jeder mehr hat. Anscheinend gibt es nur wirklich die Fahrzeuge, die auch da sind, ne? Und die man halt in seiner Garage hat. Ich habe immer so ein Warnlicht auf dem Dach auch gegönnt. Komm mal mit dem, wo wolltest du hin mit dem LKW hier? Keine Ahnung, ich glaube, der kann überhaupt nichts. Der hat ja bisher nicht keine Kupplung und nix. Nee, ich meinte mit dem ich jetzt, wo ich jetzt drin sitze. Buffy. Der mit dem du jetzt drin sitzt? Ja, den mit dem du eben unterwegs warst, der mit der Pritsche hinten drauf. Ach, mit den Verbrauchsgütern. Damit wollte ich in die Stadt. Ach, das. Wir teilen uns die LKWs. Ja. Und alles, was wir in den Garagen haben, ist halt unser eigenes, aber alles andere... Ah, jetzt bin ich in deinen Dings, in deinen Pickup gesprungen. Weil dann würde ich nämlich jetzt in den anderen LKW gehen. Hast du den rausgefahren aus der Garage? Nee, der ist in der Garage. Ja, dann stell den mal raus, weil sonst können wir da nicht drauf zugreifen. Also die Sachen, die bei dir in der Garage sind, da kann ich nicht drauf zugreifen. Also alles so ein kleines bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen klarer. Trucklager. Weil dann stelle ich hier den anderen auf die Seite, dann kannst du gleich weitermachen und dann suche ich mir mit dem LKW halt was anderes, ne? Plop. Okay, jetzt kannst du. Warte mal, welcher ist das denn? Fleetstar ist das, ja, glaube ich, ne? Genau. Und da man die Fahrzeuge ja alle zurück zurücksetzen kann einfach. Ja. Macht doch keinen Sinn, die in der Garage zu lagern. Genau. Ich habe überlegt, ich hole mir jetzt erstmal einen Anhänger, den ich da hinten ranhängen kann. Weil dann müssen wir uns keinen kaufen. Ich glaube, das macht keinen Sinn, ne? Den ja überall auf der Karte rum. Die meisten davon, die hier rumstehen, muss er auch irgendwo hinliefern. Die sind bei den Quests. Ich habe jetzt halt den Anhänger, den ersten Plananhänger, an den du ganz am Anfang versucht hattest anzuhängen. Ja. Den habe ich bei der Farm abgeliefert. Und das war die... Weswegen wir da den Level abhacken. Und dann habe ich diese Verbrauchsgüter bei der Farm, die kann man da nämlich holen. Dann habe ich die Verbrauchsgüter angenommen, das ist das, was ich jetzt als Ladung drauf habe. Und habe gerade mal durchgeguckt und für eine der Quests muss man unter anderem 2 Verbrauchsgüter in die Stadt bringen. Also fahre ich jetzt in die Stadt und liefere da diese Verbrauchsgüter ab. Dann haben wir schon mal die 2 für die Quest. Und dann gucke ich mal, was ich noch mitnehme.
oder wo ich dann hinfahre. Oh, der hat ganz schön Power, der LKW, den ich jetzt hier habe, Scruffy. Das ist doch schön. Und der hat eine geile Hupe. Das ist ja fast das Wichtigste. Ja. Pitstop. Ohne anzuhalten. Oh, dafür habe ich das Stoppschild. Ups. Ja, das ist noch ein Kram entdeckt. Dafür habe ich das Stoppschild und die Briefkästen mitgenommen. Bin den Wagen ein bisschen kaputt gefahren. So, und wo sehe ich jetzt, wo ich den Anhänger hinbringen muss, den ich hinten dranhängen habe? Muss man bei den Quests gucken, wie das Ding heißt. Aufträge. Ich weiß nicht, wo der hin muss. Nee, Scruffy, da weiß ich tatsächlich gerade nicht, wo der hin muss. Ich fahre den erstmal zu uns an der Garage. Ich blick gerade nicht so. Ich hab doch jetzt diese zwei Verbrauchsgüter hier. Ah, geht doch. Stahlträger. Oh. Wofür brauchen wir? Ich merke gerade, warum sich der LKW nicht bewegt, Scruffy. Ja? Der Anhänger ist zu schwer. Den kriegt er nicht gezogen. Aha. Anhänger lösen. Fahr jetzt erstmal zurück zur Werkstatt, dass der vernünftigen Aufbau hinten drauf kriegt. Der hat ja nichts drauf. Der hat nur den Leiterrahmen da drauf.
Rückfahren und Stahlträger oder Farm. Mit Stahlträgern hinten drauf kommt man übrigens deutlich schlechter durch den Fluss. Seltsam, oder? Das ist irgendwie frustrierend. Also ich kann mit dem Truck zum Beispiel nicht in eine Werkstatt jetzt hier. Da kann ich gar nichts mitmachen. Was willst du denn da drauf haben, auf dem Truck? Ich wollte da eigentlich eine vernünftige Pritsche oder irgendwas, dass man was damit transportieren kann, machen. Dann dabei jetzt gerade einmal rausspringen, warte mal. Ich würde sagen, hast du den vor der Werkstatt geparkt? Ja. Ich bin gerade mitten in der Bechabfahrt, ich will den Schwung hier noch mitnehmen. Wahrscheinlich jetzt gar nicht so verkehrt, wenn du nicht mir die Trucks verbauen kannst und verunstalten. Einerseits. Andererseits die Option, das bei Freunden zu erlauben, wäre auch nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ja auch erlauben, aber musst du vielleicht mal in den Einstellungen gucken, ob da irgendwas steht. Das Einzige, was oben war bei dem Einladen, dass man kann erlauben, dass du meine Trucks abschleppst. Das hatte ich wohl gesehen. Okay, ich bin jetzt gleich bei der Farm. Der Schiss in der Werkstatt. Bist du auf deinen Pickup gestiegen? Ja. Ja, ja. Ich jetzt auf den Fleetstar um, jo, und gehe in die Werkstatt und sag individualisieren, Rahmenzusätze, Pritschenwagen. Gibt's denn noch zur Auswahl eigentlich? Pritschenaufbau, Kraftstofftank, Sattelkupplung hoch und Sattelkupplung niedrig sind gratis. Mhm. Ein Auslegerkran für 5700. Brauchen wir einen? Wir haben später was, wo wir einen Kran brauchen. Bisher noch nicht. Kraftstofftank erst bei Rang 4. Pritschenaufbau für 4900. Ach, ich glaube, dann macht doch eine Pritsche da drauf und dann ist gut. Wartungskofferaufbau 5300. Kofferaufbau ab Level 4 auch. Pritschenwagen 4200 und der Teleskopkran, der ganz große, wo hinten wirklich ein Kran drauf ist, ist erst ab Rang 6. Pritschenaufbau dann. Mein ganzes Geld. Ja, tut mir leid, aber... den LKW, ach ja, hast du auch wieder rausgestellt. Bin rausgegangen. Stellst du deinen auch wieder raus? Ja, kann ich. Weil das ein ganz gutes Wechselfahrzeug ist halt. Das verlassen. Ich hab einen Bug gefunden, Scruffy. Nämlich?
Ich spawn genau da, wo der andere LKW... Ich seh's. Ich stecke in deinem Kopf. Oh Gott. Ich fahre jetzt einfach mal vorsichtig rückwärts, vorwärts, ne? Ja, bitte. Und dein Auto steht da auch drin. Ja, ich bin nämlich auch da reingespawnt. User entered your channel. Hallo. Hallo. Gut, dann gehe ich jetzt wieder in den LKW und guck mal, was ich tun kann, ne? Ja. Was? Gut dir. Schlamm spielen. No Runner? Ja. Wenn jemand Runner spielt, kann ich sogar mitmachen. Wir haben tatsächlich bisher keinen Schnee. Weil wir die erste Karte spielen. Das ist Michigan. Es regnet nur. Ja. Neo, das GIF, was du geschickt hattest. Wenn man die Unterstützung ausmacht, kann man das in der Box auch machen. Oder gilt das nur für die Einfahrt und das Tempo? Wie bitte nochmal? Das GIF, was du geschickt hattest. Wenn man die Unterstützung dafür ausschaltet, kann man das in der Box dann auch machen. Das weiß ich nicht, ich hoffe schon. Soll ich's machen? Oder du musst es machen? Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, dann werden wir nur ständig disqualifiziert. So, welche Brücken fehlen denn noch, die noch nicht gebaut sind? Die Holzbrücke, was will denn die Holzbrücke? Aufträge. Welches ist denn die Holzbrücke? Bei Holzplanken, okay, das kriege ich hin. Ah, Squaffy, Regel 2. Genau, wie sieht das eigentlich mit Felsen aus? Ist nicht vor Fallen Felsen mich fahren auch unter Regel 2. Ist, Regel das, zwei. Ist unter vor Felsen fahren eine eigene Regel oder soll das jetzt unter Regel zu Regel 2? Ja, zu Regel 2. 2.1. Ja. Du hast da hinten 32 Schaden gekriegt. Echt? Es stand nur 5. Oder ich habe 32 Schaden gekriegt, man weiß es nicht. Vielleicht waren es mehrere Zahlen bei mir. Aber hier kann man viel schnellere Boxenstops machen, Neo. Ohne das anzuhalten, tanken. Der Koop funktioniert jetzt anders, es ist ja alles irgendwie so freie Weltmäßig mit den Missionen und du hast jetzt auch verschiedene Sachen. Was denn? Beim Sägewerk holst du dir dann die Bretter zum Beispiel und bei einem anderen holst du dir Stahlträger und dann noch einer anderen Stelle, habe ich nochmal viel Schaden gekriegt, kannst du dir verschiedenen Kram halt holen. Was gibt's denn hier noch? Ziegel, Holzplanken, Stahlträger,
gibt auch teilweise Verbrauchsgüter, gibt auch teilweise so Zeug, das Ersatzteile, die gibt es an unterschiedlichen Stationen. Und teilweise Anhänger, die irgendwo rumstehen, die ihr irgendwo hinbringen sollt und so. Ah, aber gibt's das Ganze auch ohne Epic Store? Du hast doch schon einen Account im Epic Store. Hab ich? Ja, du bist in meiner Freundesliste. Wir haben... Das ist sehr interessant, ich habe das Ding nie installiert. Haben die den alten aber Epic Account geupdatet? Du musst dran denken. Du wolltest Unreal Tournament spielen! Ja. Haben die einfach meinen Account genommen und geupdatet. Gleich löschen. Ja, eigentlich hättest du dir alle Spiele kostenlos holen sollen, die es da gibt. Gibt eigentlich Crossplay mit Civ 6? System? Wahrscheinlich nicht, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Im anderen Kram. Also bei Borderlands gibt's das. Ich schätze mal, das ist ja nur die Vertriebsplattform. Also wenn du über Civ selber das machst, dann wirst du wahrscheinlich mit anderen spielen können. Oder nicht? Außerdem, wenn du den Laden nicht magst, dann musst du eigentlich erst recht dann Account anlegen. Irgendeine E-Mail-Adresse, wo vielleicht dann nicht dein richtiger Name in der Adresse ist. Und dann kannst du die... Oh, dann nehmen sie auch vorbei. Alle Gratis-Spiele mitnehmen, weil das ja Epic Geld kostet. Ja, das kostet den Geld, aber die wollen ja eh die Zahlen haben. Deswegen geben die das ja aus. Das ist ja kalkuliert. Gratis und dafür kriegen sie einen Benutzer mehr. Was sie denn? Ja, aber den Benutzer haben sie ja schon. Ja, und dann kriegen sie noch mehr. Das können sie den Spieleentwicklern zeigen. Ja, wir haben letzten Monat 5000 neue Spieler gehabt. Wir sind die größte Plattform. Macht mir Exklusivverträge mit uns. Und die Entwickler sagen, ja. Steam hatte nur 500 neue Benutzer, was natürlich weit wahrscheinlich untertrieben ist. Interessiert ja nicht, wer die meisten neuen hat. Wahrscheinlich eher die Gesamtanzahl und die Aktiven interessant. Wenn du nie aktiv bist, weil die wahrscheinlich die Zahlen auch nicht zu sehen kriegen. Ich versuche mal den anderen Scout freizuschalten, Yoshi. Ja. Ja, versuch mal die Holzbrücke wieder aufzubauen, ne? Jo. Der heißt sogar Scout 800, Scruffy. Deswegen sagte ich das.
Okay, ich muss die Ladung erst nochmal löschen. Ach, der Fern, ja, ich muss räumen, nämlich was anderes. Ups. Nächste Schlammloch gefunden, verdammt! Au! Water Overroad, ja, immer mit Gas durch. Gas! Ich bin aber ganz kurz weg. Jo. Im Kopf wird manchmal echt schwierig zu sehen, wo der Weg lang geht. Oh! Ich liege wohl im Graben ein bisschen. Verdammt! Muss ich mit dem neuen Scouter wohl mal vorbeifahren. Oh, der Diplock. Noch zusätzlich. Auch noch einen Abhang runterstürzen. Den Anhänger kriege ich leider nicht angekuppelt. Ja, du hast jetzt keine Kupplung mehr drauf, quasi. Ja, ich hatte ja vorher schon keine drauf, nur jetzt habe ich halt eine Pritsche drauf. Genau. Aber muss den anderen für nehmen. Den anderen Truck. Weiß ich, wo ich ihn gerade habe stehen lassen. Nee, ich überlege gerade, was ich mache, ob ich jetzt den... Ach, Tiefladeranhänger war da, dafür braucht man so einen... Brauchst du ja eine Sattelkupplung. Die war gratis, die könnte man auf den du jetzt hast, draufpacken. Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht einfach hier den Anhänger, der hier an der Seite steht, einhänge, ne? War da ist auch irgendwas drauf und das will ich da eigentlich nicht runterschmeißen, aber ich brauche die Sachen eigentlich gerade für was anderes. Das ist eigentlich egal. Oh, ich habe die Mülltonnen hier umgeschmissen. Oh nein. Ach, ich schmeiß das hier jetzt runter von dem Anhänger und dann fahre ich damit erstmal los, ne? Könntest du auch angucken, wo das hin muss. Ja, das habe ich eben schon versucht und bis jetzt konnte ich das noch nicht rausfinden, wo das dann immer hin muss.
Ich weiß auch bis jetzt noch nicht, wie ich das sehe, was da, wo das hin muss, Gaffi. Das ist viel eher das Problem. Man muss in die, auf die Karte gehen, bei den Quests durchgucken. Da kannst du ja dann, wenn du die Quest ausgewählt Quests, hast. Aufträge? Also ja, es gibt die. Aufträge oder Aufgaben, was meinst du jetzt? Beides davon. Und dann kannst du die ja mit A auswählen und dann siehst du, was du wohin liefern musst. Und wenn du dann mit einem Steuerkreuz das entsprechende auswählst, ja, dann kannst du, dann springt die Karte immer dahin, wo du hin musst. Also wenn du über dem Anhänger bist, wenn da zum Beispiel an die Farm muss, weiß ich nicht, was geliefert werden, habe ich jetzt hier Ziegel, Holz, Planken und Stahlträger. Und wenn du dann über Ziegel gehst, dann zeigt dir, dann springt die Karte dahin, wo du Ziegel abholen kannst. Und wenn da ein Anhänger ist, dann zeigt dir, wo der Anhänger ist. Ja, es geht um die Sachen jetzt, die auf dem Anhänger drauf sind. Darum ging es mir jetzt. Was ist denn da drauf? Sieht aus wie Verbrauchsgüter und also ein Verbrauchsgüter und ein Ziegel. Ach Mist, ich bin vorbeigefahren. Muss ich drehen? Kann man hier drehen? Oder dass ich hier auch einen Abhang runterfalle? Oh, 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 oh. Ja, wie gesagt, ich schmeiß das jetzt erstmal runter und fahre dann erstmal Stahlträger durch die Gegend, ne? Boah. Du machst das schon. Was ist denn gerade für ein Geräusch? Ich habe in der Stadt jetzt auch wirklich alle Verkehrszeichen, die es abzuräumen galt, abgeräumt, ne? Hey. Und dann wieder gerettet und gestartet. Das wird erstmal Platz schaffen. AATV8V5.2 Custom. Gerade einen Motor gefunden. Tanken lässt er mich übrigens die LKWs auch nicht, das ist ein bisschen frustrierend. Darfst du nicht mehr tanken? Nein. Das ist zumindest seltsam. Setzt er das bei mir in der Tankstelle immer wieder zurück. Das ist sehr seltsam. Das sieht aus, als müsste man das dann ja abwechselnd irgendwie ein bisschen spielen. Ja. Damit du auch deine eigenen Trucks hast. Genau, sonst ist das Problem, dass ich irgendwann halt immer nur die Trucks von dir fahren muss, ne? So, ich habe auf jeden Fall einen neuen Motor gefunden. Ja.
baue jetzt hier erstmal den einen umgefallenen Strommast wieder auf und dann fahre ich weiter, liefere die restlichen Stahlträger an der Brücke ab und fahre noch weiter und hole nochmal Betonträger, weil die braucht die Brücke auch noch. So, wo hast du, kriegst du eigentlich Verbrauchsgüter her, Scuffy? Verbrauchsgüter gibt's bei der Farm. Du musst einfach immer nur bei der Quest auf die Dings gehen. Wie sehen Verbrauchsgüter aus? Sind das so braune Kisten, so Kästen? Pappkisten, Holzkisten, sowas in der Art vielleicht. Könnten, also irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen die Beschreibung an ein, zwei Stellen mal beim Spiel. Wenn ich ganz ehrlich bin. Schmale Brücke. Noch ein höher liegen Set gefunden. Yoshi muss sich enttäuschen. Kann wieder nicht tiefer liegen. Schade. Glauben, dass man da Verbrauchsgüter. Ich bin jetzt bei der gefallenen Strommastgeschichte. Ne? Scuffy? Mhm. Glaub nicht, dass man da Verbrauchsgüter für braucht. Wenn die Aufgabe das sagt. Ja, ich weiß nicht, was die sagt. Das ist das Problem an der Thematik, weil ich das Symbol nicht erkenne. Aber das steht da doch, wenn du die Aufgabe im Menü auswählst, oder nicht? Also ausgeschrieben. Okay. Kannst du ja in der Aufgabenliste irgendwie hoffentlich suchen, finden. Da haben wir dann noch keine Aufgabe für. Bei gefallener Strommast steht bei mir keine Aufgabe drin. Es steht nur in Aufträge was zu Stromleitungen. Was haben wir denn hier? Ein lokaler Zeitvertreib, gesunkenen Geländewagen, Holzbrücke, zwei Holzplanken für die Holzbrücke. Das klingt doch machbar.
immer da gefallener Strommast. Hm. Ich glaube, das ist unter Husky Forwarding. Nee, nicht Husky, unter Auftrag und Dyson. Wo ist es denn jetzt? Ja, doch, unter Husky Forwarding Stromleitung. Aber da zeigt er mir immer zu dieser komischen Portal nach Smithville-Talsperre. Und sagt auch eigentlich, er will nur einen Stahlträger. Aber einen Stahlträger habe ich an den Strom, an das Stromding schon geliefert und der will noch was anderes haben. Zum gefallenen Mast in Island Lake. Ja, das ist was anderes. Aber vor allem Island Lake, das Ding geht erstmal nach Smithville, das heißt du musst durch Smithville und dann noch zu einem anderen. Ja, aber ja, ich glaube, das ist so eine Multikarten-Mission. Aber ich muss ja trotzdem wissen, was ich dafür brauche, für diese und den gefallenen Strommast oder nicht. Vor allen Dingen liegt der Mast da ganz schön im Weg, weil wir kommen da nicht vernünftig hin. Dann weiter, das ist das Problem. Hast du eine Idee? Nee, gerade nicht. Stahlträger und Ersatzteile brauchen wir für den Felssturz. Offroad Trucks. Nicht so wirklich gerade. Was sagt mein Freund Google dazu? Erstmal andere Quests machen. Ja, das Problem ist aber, er liegt da wirklich im Weg. Wir kommen nicht vernünftig weiter, wenn wir jetzt immer außen rumfahren müssen, ne? Ja, vielleicht ist das Sinn und Zweck der Sache. Dass wir erstmal außen rumfahren müssen. So quasi. Sagt, ich brauche Betonblöcke dafür. Frage, kriege ich die am da oben? Betonblöcke. Ich fahre mal da eine andere Quest, wo du Betonblöcke brauchst, dann kannst du nämlich bei der nachgucken, was da steht. Dass wir noch irgendeine andere Aufgabe haben, wie wir das brauchen. Ja, ich weiß, wo sie sind. Oben beim, man bei uns weiterfährt, oben in dem Gebirge drinnen, bei der King of the Hill und dann da unten. Wird ein spannender Weg, mal gucken, wie das wird.
So, ich habe ja eine Quest aktiviert. Gab es da bei dem Ding auch eine Quest, die man erst noch aktivieren muss? Bei der Gebirgsbrücke hier gerade? Keine Ahnung. Musste ich erst annehmen, hast du ja gerade wahrscheinlich auch die Meldung bekommen, ne? Ja. Vielleicht kannst du das auch nur wieder du. Kannst du keine Quests annehmen? Hä? Kannst du keine Quests annehmen? Weiß es nicht, das ist das Problem. Das kannst du ja nicht sagen. Du hast doch auch schon welche freigeschaltet. Ja, freigeschaltet, aber die habe ich nicht. Jetzt könntest du bitte nochmal, ich gehe mal gerade wieder aus dem LKW raus hier. Könntest du den LKW bitte nochmal ready machen? Welchen? Den, der an der Werkstatt steht, damit er wieder fit ist. Einfach jetzt wieder raus? Ja, dass er repariert ist. Hab auch getankt. Jo, ist er. Moment. Danke. Ach du Scheiße, das hier. Bezweifle man ganz gerade ganz stark, dass ich hier durchkomme, ist Graffi. Okay. Muss hinten zu der Fabrik. Ja. Ja, die ist irgendwie... Sieht sehr nach, man braucht einen Offroad-Truck aus. Ja, wir haben aber keinen. Genau. Ja, ich kann diesen Truck nicht mal bergen, das Graffi. Ja.
Jetzt sehe ich übrigens, was du meinst. Du hast einfach eine rote Lampe auf dem Dach. Die sieht nicht mehr sonderlich orange aus. Es passiert nichts. Es passiert einfach nicht. Wechsel doch mal zu deinem Pickup. Ja, bin ich. Dann wechsle ich zum Fleetstar was. Genau. Oh, der hat einen mächtigen Hüpfer gemacht. Dass ich da rein bin. Oh cool, der ist gar nicht festgefahren. Ja, ah, jetzt wieder. Weil der beim Wechsel diesen Dings macht. Bergen. Ja, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, wie wir da großartig weiterkommen sollen, weil... Ich hätte da eine Idee. Fahr du doch mal mit deinem Auto... Ja. ...zur... jetzt lass mich nicht lügen. Chevy ist der Falsche, das ist der... Chevy ist der Falsche, zu dem wollte ich hin. Wetterdaten. Fahr du doch mal zum Wettersensor Ost, bitte. Weil ich fahr zum Wettersensor West. Und dann machen wir diese Quest mit den Wettersensoren. Beim dritten Sensor habe ich nämlich schon das dritte Auto geparkt. wär doch gelacht, wenn wir nicht die Zeit, die Bestzeit schlagen sollten. Aber im Bett. Wenn man einfach an allen drei Stellen das Auto schon vorher parkt und das im Multiplayer macht. Wo sind denn? Ich finde die Quest nicht, das ist das Problem. Die ist Wetter oben da, bei diesem... Da. Ja. Ost. Das ist... Da hinten. Mir quasi hinterherfahren, auch bei diesem Weg. Glaube ich, momentan. Ui. Einfach bevor man die Quest annimmt, schon die Autos mit dem ganzen Kram daneben parken. Die Bestzeit schlagen, ne? Das sieht nämlich aus, als könnte man da ordentlich Geld machen, weil ich habe momentan 2250 nur noch. Dein Pritschenaufsatz war halt sehr teuer. Ich habe noch genug Geld, weil ich gebe ja nichts aus. Kannst du dir einen LKW kaufen? Außer wenn ich mir einen LKW kaufe. Aber wenn, dann kaufe ich mir dann auch so einen Offroad-LKW. Ja, deswegen ist jetzt halt die Frage. Kriegst du Geld? Ja, ich krieg Geld. Das heißt, wir kriegen beide das Geld? Ja. Ich glaube, dann müssen wir mal... Geld, der ist doch erst 16. Darf er doch mit 16 dann so einen Minijob? Hast du sogar mit 14, glaube ich. Bedingt geschäftsfähig nennt man das. Übrigens nicht gut voran, das Café. Gut,
da auch ziemlich schlammig, ne? Ja. Also ich komme eigentlich gar nicht mehr voran jetzt. Kannst du dich wünschen? Nee. Ah ja, hier ist die Wetterstation, wo wir waren, als wir von oben auf den Turm gesprungen sind, quasi. Okay. Zaun ist auch noch umgefahren. So, ich werde da. Du bist wahrscheinlich da hochgefahren, wo es zum Camp geht, ne? Ah, du bist jetzt, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Das Ding bis zum Ende hochfahren, bis zum Ende durchfahren. Fahrerhaussicht erforderlich und vermeidet diese Interaktion. Werkstatt, Truckwechsel, Bergung. Verdammt! Es funktioniert doch nicht. Ich muss dann doch zum anderen hochfahren. Na gut, ich mache mir schon mal die Strecke. Und Fahreraussicht erforderlich. Da geradeaus. Krieg das nicht ausgewählt, Yoshi? Diese Wettkämpfe. Was? Ich weiß nicht, wie ich den starte. Ich glaube, das war alles umsonst.
glaube, das hat uns jetzt gar nichts gebracht. So. Weil ich diese Aufgabe nicht starten kann. Ich weiß nicht, wie ich die starte. Ah, wir können aber mal was anderes testen. Moment. Wechsel das Auto. Wechsel du doch mal bitte in den Scout 800. Bin ich? Wenn du ein kleines Stück nach vorne fährst, kannst du deine Quest annehmen. Habe ich jetzt gerade. Siehst du, also kannst du Quests annehmen. Frage beantwortet. Ah, hier kann man diesen Wettkampf annehmen. Ich habe jetzt einen gefunden. Hier ist wäre wahrscheinlich machbar, wenn wir die Brücke da schon hätten und einen Offroad-Truck und brechen wir ihn mal direkt ab. Aber kannst du das jetzt annehmen oder nicht annehmen? Nein, ich weiß nicht wo. Kann es sein, dass du das da oben annehmen musst? Es gibt ja noch einen Marker mit Wetterdaten auf der Karte. Wahrscheinlich. Jetzt muss ich mal gerade zurück zur Werkstatt. Dann gucken wir mal Truck Shop. Kaffee? Mhm. Was kaufst du dir? Chevrolet Kodiaq, den haben wir doch auf der Karte auch drauf, oder nicht? Nö. Auch der steht hier. Doch, der Chevrolet oben. Kodiaq C70, ja. Weil der steht laut Lager, ist der für Heavy der muss, Duty. Der muss repariert werden. Der steht da im Schlamm, ja. Der muss repariert werden und getankt. Obwohl der Fleet Star sollte eigentlich auch für Heavy Duty da sein. Halt einen, der auch für Offroad gedacht ist. Offroad, warte. Royal BM 17 Offroad kann der. Erforscht die Welt, um diesen Truck freizuschalten. Brightline. Erreiche zum Freischalten Rang. Sinn. Nee, Offroad sieht gerade schwer aus. Sieht gerade schlecht aus. Wir können schwer kaufen. Pacific P12.
Oder International Paystar 5070, der kostet 83.000, die habe ich aber nicht. Das ist ein bisschen viel, ja. Du könntest auch, was auch eine gute Idee wäre, in dein Singleplayer-Spiel alle deine Fahrzeuge mal in die Werkstatt stopfen. Das stimmt. Dann hättest du zumindest diesen einen Starttruck da. Das wäre ja schon mal was. Und mal gucken, was man da schon mal durch die Gegend fahren kann. Die Farm ist ja zumindest zu erreichen und Holz, irgendwo war noch Holz, was man wegbringen sollte. Bei irgendwelchen Aufgaben. Er sagt mir, ich soll nach Alaska reisen. Kann aber nicht, du kannst. Kann nicht. Warum nicht? Warum kannst du nicht dahin reisen? Alles gut, ja, gut. Du brauchst ein Auto in der Werkstatt.